Also ich glaube, das, was entscheidend ist im Kampf gegen den Klimawandel, ist das Bewusstsein, dass jeder mit seinem Verhalten, mit seinem Lebensstil einfach auch einen echten Beitrag leisten kann. Das fängt eigentlich bei recht simplen Dingen an, wie Energiesparen, das oft gar nicht einmal so sehr mit smarten Lösungen auch ein großer Aufwand ist, bis hin, dass man halt dann oft auch aufs Rad umsteigt für kurze Strecken. Also da gibt es ganz vieles im Alltag, das man integrieren kann. Und eine der wertvollsten, besten Klimaschutzmaßnahmen schlechthin ist der Griff im Regal zu regionalen Lebensmitteln. Weil wir kriegen heute in der globalisierten Welt von überall her alles. Der Griff zu den Produkten der heimischen Bauern, regional und saisonal, das ist der größte Beitrag, den man für Klimaschutz leisten kann. Und man stärkt auch die regionale Wirtschaft. Es verändert sich durch das Klima vieles. Wir merken das in den letzten Jahren mit den Hitzetagen. Wir haben massive Umwetterschäden, Spätfröste, all das trägt natürlich dazu bei. Der Tourismus verändert sich. Wir haben zum Teil Skigebiete, wo es einfach keine Möglichkeit mehr gibt, weil es zu warm ist. Also das Nichthandeln wird uns auf jeden Fall mehr kosten als das Handeln. Und ich bin einfach eine komplette Verfechterin der ökosozialen Marktwirtschaft. Es geht nicht von heute auf morgen, dass wir beispielsweise auf Verbrennungsmotoren verzichten, aber wir können alternative Treibstoffe produzieren, Holzdiesel beispielsweise. Wir können Innovation, Forschung nutzen, um Schritt für Schritt unser Wirtschaftssystem umzubauen. Der Weg dorthin ist alternativenlos und er bietet da sehr, sehr viele Chancen. Das Leben am Land hat wirklich große Vorteile. Meistens ist es so, dass wenn man jung ist, halt dann auch in einer Stadt einmal leben will, einmal was erleben will, vielleicht auch durch Studium. Ich merke das selber, spätestens sobald man Kinder hat, zieht es einen sehr aufs Land. Und dann genießt man natürlich auch die Annehmlichkeiten eines Dorfes. Einfach, dass man schnell einmal bei jemandem vorbeischaut oder dass man eben auch beispielsweise Eltern oder Großeltern im Umfeld hat. Der Schlüssel für die Zukunft ist vor allem eben in der Infrastruktur. Wir haben durch Corona gesehen, wie wichtig Breitbandnetze sind, wie wichtig Digitalisierung ist, wie viele Chancen sich ergeben. Das ersetzt niemals hundertprozentig den persönlichen Kontakt. Aber wenn man beispielsweise 3 Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten kann, 2 Tage dann in einem Büro verbringt, Coworking Spaces, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bringt. Wir müssen sie nutzbar machen und vor allem eben auch Breitband ausbauen. Also es ist auf jeden Fall auch die Mobilität, das ist ein ganz zentrales Element. Wir diskutieren zwar viel darüber, was Tickets kosten sollen. Nachdem ich selber am Land lebe, weiß ich, dass mir ein billiges Ticket nichts bringt, wenn ich einfach die Verbindungen nicht habe. Also speziell da sind auch smarte Lösungen für den öffentlichen Verkehr wirklich gefragt. Da sind vor allem unsere Gemeinden schon sehr innovativ. Ich glaube, da liegen sehr viele Schlüssel auch für die Zukunft. Meine Vision ist eine absolute Chancengleichheit zwischen Stadt und Land und eigentlich ein bisschen so die Kombination vom Besten aus beiden Welten. Die Lebensqualität, die man im Land hat und halt eben auch die digitalen Möglichkeiten, die man in der Stadt hat. Und wenn wir es schaffen, das zu verbinden, werden vor allem sehr, sehr viele Junge einfach wieder in den ländlichen Raum gehen. Mein Wunsch wäre es halt einfach auch diese massive Stadtflucht und Urbanisierung aufzuhalten, zu stoppen, vielleicht auch umzukehren und vor allem in ein Land wie Österreich, das so viele Facetten bietet, so viele Möglichkeiten bietet, vor allem der Jugend am Land eine Perspektive zu geben.